Der Caravansalon 2024. Wir haben lange drauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Wir sind am Stand von Dell und Sie sind hergekommen mit dem Full Carbon. Grüß dich, Karl. Hallo, grüß Gott miteinander. Ein herzliches Grüß Gott aus Bayern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, wir sind in Düsseldorf am Caravansalon und hier natürlich eine Weltpremiere. Das muss man ja mal wirklicherweise sagen. Ja, komm mal mit, Karl. Wir gucken uns das ganze Ding mal. Stell ich mal links neben mich, dann geben wir dem Ding mal den Raum, das ist verdient, Weltpremiere. Wir haben ja mehrfach darüber berichtet, es ging in die Millionen. Ja, das ist natürlich mal ein ganz anderes Projektfahrzeug. Das ist soll die Spitzenklasse zukünftig aus China mit verkörpern. Hier ein echtes Full-Carbon-Fahrzeug. Selbst von der Motorhaube über Kotflügel ist alles Carbon. Haben wir ja bis jetzt noch nie verraten. Es ist tatsächlich alles Carbon. Echt? Mhm, okay. Absolut. Die Motorhaube ist Carbon. Das Carbon ist im Prinzip wie die Iveco-Motorhaube. Du siehst es ja auch mit wie original. Aber wenn du dann drauf klopfst, hörst du, es ist Carbon. Ja. Das ist aber nur jetzt für den Versuchsträger hier so. Genauso die Kopfflügel wird in Europa nicht so sein, weil es natürlich da keine Zulassung für das Carbon gibt. Aber man arbeitet. Sie können es und sie machen es natürlich. Die Tür ist regulär. Ach, das ist nicht Carbon. Das ist nicht Carbon. Das ist Carbon. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Da siehst du natürlich auch jetzt diese Maserungen drin, ja. Was man auf dem Video nicht gesehen hat. Es sieht natürlich schon extrem aus. Auch die Türen, alles Carbon, was natürlich eine extreme Gewichtsersparnis, abgesehen mal von der ganzen Optik des Fahrzeugs, was natürlich schon bestechend ist. Hier mit dem Spiegel angebracht. Du siehst auch oben, was auf dem Dach los ist mit Solar. Einmal voll. Absolut voll. Er ist komplett autark. Und es ist ein kleines Kraftwerk obendrauf, das muss man wirklich sagen. Du hast hier neue technische Geschichten im Fahrzeug, was wir vorher noch nicht kannten, mit Wärmetauscher. Du hast permanent Warmwasser im Fahrzeug. Du hast 400 Liter Wasser, Frischwasser im Fahrzeug, die permanent erhitzt werden durch diesen, knapp 36, 38 Grad. Also egal, wo du fährst, hast du immer Warmwasser. Durchlauferhitzer. Durchlauferhitzer, eine neue Geschichte, die sie gerade am Patentieren sind. Der Slide-Out, Carbon. Carbon-Slide-Out, natürlich. Deutscher Hersteller des Slide-Outs. Carbon natürlich made in China. Das ist doch unglaublich. Die haben mal eben einen Carbon-Wohnmobil gebaut. Aber weißt du, was der wiegt im Moment? Im Moment wiegt er knapp unter 6 Tonnen. Unter 6 Tonnen? Mhm. Mit wie viel Slide-Out? Drei. Mit zwei. Der hat noch einen Slide auf der anderen Seite. Dann noch einen Slide auf der anderen Seite. Also hier, ja. Die ist auch Carbon, wie man sieht. Alles Carbon. Alles Carbon. Ist sie leicht? Also bewegt sich definitiv sehr leicht, ja. Warte mal, ich muss einen Schritt zurückgehen. Heute ist Aufbautag, Donnerstag. Wir haben gesagt, wir drehen ihn direkt mal als allerersten. Aber ich werde dir alle Kollegen auf den Hals setzen, Karl, die das nochmal filmen müssen. Also Dell AV, eine Doppel-Shutter-Rückfahrkamera ist hier vorne drauf. Dann die Markise, die alles ein bisschen abdichtet. Hier sogar der Satzradträger aus Carbon. Ja, man hat hier wirklich alles, auch wenn du das siehst von der Verarbeitung her, man muss immerhin davon ausgehen, das Fahrzeug hat jetzt eine Wegstrecke Shanghai, Kasachstan, Russland komplett durchquert, fahren auch wieder zurück und bis auf eine gesprungene Windschutzscheibe bei einem der Fahrzeuge war eigentlich nichts. Ich muss sagen, weil die sehen aus wie neu. Ja. Carbon. Cool. Karl, ist das wirklich Carbon? Ich muss nochmal... Das ist... Ach, der hat eine Hubstützanlage, hat er auch mit drin. Hubstützanlage, alles was du hier siehst, ist auch bei den Fahrzeugen Standard. Also wenn wir über diese Solaranlage, TBB, Elektroniksystem, 48 Volt, 800 Ampere Lithium, ist alles verrückt. Standard. So, hier ist Carbonic Liner 78 heißt er. Das sind die Informationen, die wir ab morgen dann kriegen. Wir sind ein bisschen früher, werden es heute noch ausstrahlen, Karl. Ist das okay für dich? Ja, okay, kein Thema. So, Waschmaschine ist mit drin. Was darf denn jetzt in Europa aus Carbon bestehen? Oder gar nicht? Im Prinzip alles darf aus Carbon bestehen. Ja. Außer natürlich die Motorhaube und die Front. Okay. So das wird geändert. Okay. Haben die das handlaminiert?
oder? Das ist komplett handlaminiert, ist ein neues System, was sie da entwickelt haben. Ist auch ein neues Dämmmaterial drin, deswegen natürlich auch diese Wintertauglichkeit bis minus 40 Grad, was sie garantieren wollen. Eine neue Art der Fußbodenerwärmung, komplett durchgehend mit Aluminium, die mit Wasser gespült wird, auch patentiert. Alles Carbon. Alles Carbon. Kommt nicht drüber hinweg. Das ist doch scheiße. Das ist, wer soll denn sowas in Deutschland bezahlen, wenn die das machen? Naja, du kannst dieses Auto auch ohne Carbon haben. Da geht es natürlich wieder los. Du kannst das gleiche Auto für knapp 100.000 Euro weniger ohne Carbon haben. Okay, aber wie viel schwerer wird es dann? Du hast ungefähr, denke ich mal, 300 Kilo mehr. Okay, ja. Carbon ist ja sehr steif. Also absolut. Und da zum Verarbeiten natürlich eine ganz andere Geschichte. Es mussten neue Werkzeuge, neue Geschichten erfunden werden, auch im Werk neue Prozesse. Das sieht aus wie eine deutsche Aufbautür. Oder eine aus Europa. Siehst du auch, genau. Ja. Also. Es kommen ja sehr, sehr viele Teile aus Europa. Also du siehst, es geht bei der Markise an, hört bei vielen Komponenten auf, weil man natürlich auch gerade wegen Service oder Garantie viele europäische Komponenten nimmt. Mhm. Weil das würde auch den Vertriebsweg natürlich um einiges erleichtern, wenn man nicht irgendwelche Teile aus China wieder importieren muss. Komm, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, Can. Stell dich mal da in den Eingang, dass ja keiner reingeht. Macht sich gut. Euer sag mal, Nächster. Sag mal, nachdem wir die Videos gesendet haben, ist was passiert. Wir haben uns ja ein bisschen jetzt nicht gesehen. Hi. Hi. Ja, absolut. Also die Nachfrage ist natürlich extrem hoch, muss man schon sagen. Natürlich auch wegen den kleinen Fahrzeugen in erster Linie. Er ist natürlich ein Hingucker, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist eine andere Klasse und auch meine absolut neue Idee. Andere Liga, oder? Andere Liga. Und dieses Jahr bei La Marca, wir strotzen vor Neuheiten. Was mit Sicherheit nicht verkehrt ist. Haben die hier einen Schlüssel? Kann man reingucken? Oder? You have maybe a key? Kommt. Und hier unten ist auf? Guck mal. Ah, thank you. Was heißt Danke auf Chinesisch? Keine Ahnung. Ich meine, das heißt nicht keine Ahnung, sondern ich weiß es nicht. Krass. So, die sind nochmal, die sind auf eigene Achse hergefahren. Das ist ein Tisch, so ein Außentisch. Kannst du natürlich wieder als Außentisch nutzen. Cool. Und hier, was ist hier drin? Frag mich nicht, ich habe ihn genau so lange gesehen wie du. Please. Es ist für dich auch neu, oder? Du, der steht jetzt hier seit einer Dreiviertelstunde und wir sind unter Dauerbeschuss. Ja. Wie geil. Cool. Ah ja, sieh. Muss man gar nicht viel sagen. Das riecht nach Toilette ein bisschen. Nach Toilettenchemie. Noch ein Tisch. Wie cool. And here, down, here, here. Oh. Please. Okay. Camera, China. Die DJI. Very good. Was hat denn das für ein Toilettensystem verbaut? Festtrank oder Kassettentrank? Kannst du mit beiden haben. Ah, okay. Ja. Ich habe mich jetzt gefragt, ob das die... Nee, das ist ja nicht so schmal. Sorry, das ist Service Klappe. Ah, okay. Ja. Sure. Für die Hydraulik-Stütz-Unterstützung Service repariert werden. Okay. Okay. Ist noch Stauraum unten drin? Ist unter dem Auto noch Platz zum Laden? Kann ich mal sehen? Ja, bitte. Hier hin. Hier rechts. Ja. Ah, du sprichst perfekt Deutsch. Vielen Dank. Ich mag Deutschland. Ich mag La Marca Spezial. Warum? Weil ich habe gut gefühlt. Also, wir suchen mal immer als Profi, dass die... chinesische Autos nach Europa jemand Partner suchen, dass die Speziale verstehen besser, die chinesischen Autos. Und ich glaube, La Marca ist gut Partner dafür. Ja, der Karl kennt China, also der war schon oft da. Ja? Ja. Ist er nett, der Karl? Ist er freundlich? Genau, ja. Sag jetzt nichts Falsches, weil er arbeitet bei uns. Achso. Was heißt vielen Dank auf Chinesisch? Xiexian. 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 Ja, ganz genau.
Und ist das richtig, wenn man also etwas in verschiedenen Tonhöhen sagt, kann das eine ganz andere Bedeutung haben? Ja, Chinesisch, der hat verschiedene Tonen für die Bedeutung unterschiedlich. So, eine alte? Ja, genau. Sehr schön. Dann hier vorne Außenanschluss. Ja, ja, wir gehen mal rein, komm mal. Ich lasse mir das jetzt nicht mehr nehmen. Dann gehen wir rein. Gehen wir rein. Ist das ein chinesischer Teppich? Selbstverständlich. Fliegt bloß nicht. Das ist die einfachere Ausführung. Okay, hier vorne ist die Mini. Guck mal hier. Oh. Wow! Ey, meine Fresse. Das ist ein Riesenraum. Länge von dem Auto? 7,80 Meter. Warte, also, ich pack's nicht. Warte mal. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich designtechnisch ja komplett alles gedreht. Absolut. Nachher. Komplett. Ja. Da wusste man noch nicht so ganz, was man dem europäischen Markt so zumuten kann. Also wir haben natürlich viel aufgeräumt. Früher waren ja hier überall Schalterchen, ja, und noch mehr Schalterchen in jedem Auto drin. Wir haben die komplett weg. Wir haben europäische Designelemente reingebracht. Mhm. Auch dazu zu betonen, wir versuchen alles anders zu machen, wie es andere Hersteller momentan auf dem Markt machen, um nicht eine direkte Konkurrenz mehr zu werden. Es ist auch so, dass natürlich Dedo nicht der Preisbrecher auf dem Markt ist, es ist aber ein Premium-Produkt. Mhm. Und da wollen sie hin, also einfach zu zeigen, wir bieten auch Hightech, wir machen Hightech-Fahrzeuge und haben den Anspruch natürlich, einer der Besten zu werden. Krass, da sind sie, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Das heißt, das hier kannst du ausziehen, wie läuft das? Ah, da vorne ist eine Sperre, die machen wir auf. Dann ziehst du es aus, ziehst es einfach rüber, hast dafür doppelt so viel Platz. Genau. Ah, nee, bleibt die so oder? Die kannst du dann irgendwie, ich habe es auch nur im Video gesehen, dass die irgendwie. Du musst aufpassen, die Jan ist prädestiniert. Ah, nee. Ah ja, genau. So damit die, weil es jetzt Messebeginn, dass die Leiter nicht mehr funktioniert auf der Messe. Ah ja, genau. Genau. Geh mal hoch, Jan. Wenn sie jetzt kaputt geht, dann. Ich will mal die Schuhe aus am besten. Ja. Die sind echt auf eigener Achse. Wie viele Kilometer waren das? Was ist? Ich denke mal 17.000. Zurück an einmal 17. Boah, da sind die ja jeden Tag gefahren. Ne? Jeden Tag. Sie sagen, im Schnitt haben sie am Tag knapp 1000 Kilometer durchgefahren. Setz dich mal hier unten hin. Du kannst die Matratze ja da in das Loch legen. Die war gerade schon echt sehr schwer. Ja. Okay. Nee, genau. Also man würde ja natürlich jetzt die Matratze hier reinlegen und dann. Aber wir können sie ja gerade. Übrigens, Alkoven kommt nicht von Alkohol. Bitte? Weniger. Wenn man was getrunken hat, sich weniger da hoch. Aber der Alkoven-Modelle sind natürlich sehr beliebt. Der Vorteil ist, sie sind sehr anerkannt auf dem Campingplatz. Das ist jetzt nicht so ein Bling-Bling-Ding. Dann hast du hier vorne natürlich die Kältebrücke, Wärmebrücke abgeschafft. Du hast das natürlich hier weg. Und wenn du jetzt alleine mal im Fahrgastraum siehst, was man sich hier auch für eine Mühe gemacht hat, das Ganze auszukleiden mit Echtholz. Echtes Holz. Das ist echt Holz, ja. Wie man im Video schon gezeigt hat, das ist wirklich super schön verarbeitet auch. Kriegt der Deutsche nicht hin? Weiß ich nicht. Hin schon, es ist wie immer eine Preisfrage und hier hat man jetzt wirklich nicht geguckt, was kostet das, wie viel Euro, sondern man hat das komplette Fahrzeug einfach so durchgestylt. Warte mal, ich gehe mal hier hin, muss ich das sagen. Also hier vorne sind Wurzelholz in Grau, überall Wurzelholz-Applikationen. Da oben ist das Dashboard komplett beledert. Das Lenkrad ist natürlich Bicolor mit Echtholz in Tarsien. Das gesteppte Leder mit Absaugfunktion. Ja, sieht so aus, ne? Ja. Ich meine, das klimatisierend. Und ja, guck mal hier, da oben auch. Boah, wie groß. Wow. So, jetzt Butter bei die Fische, Karl. Preis. Also, wir müssen dann natürlich anfangen. Er hier ist absolut Hightech. Alles, was reingeht, von den Hubstützen bis zur TBB-Anlage, Fernseh, Geschirrspüler, Waschmaschine, alles, was irgendwo möglich ist, plus, neue Isoliermaterialien, neue Bautechnik. Als Carbonic-Liner liegt er bei 475.000. Ohne Carbon liegen wir bei 375 und herkömmliche Bauweise, wie man in Europa baut, das gleiche Fahrzeug mit etwas anderem Design bei 275.000. Mit Slide-Out.
Mit Slide-Out. Alles immer mit Slide-Out. Also 275 normal, der Carbon, genau. Wie er hier steht. Ist im Prinzip so wie die, wo vorne stehen. Da gibt es dieses IMAX-System von der Farbe und allem. Gibt es natürlich genauso in dem Bausystem. Aber Carbonic-Liner, natürlich neue Isoliermaterialien, Carbon, Carbonboden, Carbondach. Hat natürlich auch seinen Preis und ist mal was absolut Exklusives. Jetzt haben die Leute gedacht, hey, es kommt aus China, kostet irgendwie 99.000 Euro plus Mehrwertsteuer, ein bisschen Zoll drauf. Die Leute haben uns natürlich auch angeschrieben, warum kostet zum Beispiel ein IMAX 149.000? Mhm. Wir müssen europäische Chassis nehmen und der Iveco liegt halt einfach mal, sag ich mal, zwischen 60.000 und 90.000 Euro, alleine das Chassis. Dazu kommt dann der gesamte Aufbau, nimmt man eine gute TBB-Anlage. Was ist TBB nochmal? TBB ist der größte chinesische Hersteller für Elektronik, Zubehör, Smart-Technik im Fahrzeug. Wir arbeiten hier mit Smart. Du kannst theoretisch auch die ganzen Fernseher über das iPhone steuern, alles, was es irgendwo gibt. Ja. Also absolut Hightech, wie in eleganten oder modernen PKWs, S-Klasse, was auch immer. Damit ist es letztendlich auch ein bisschen zu vergleichen. Und diese ganzen Geschichten haben natürlich auch ihren Preis und ihren Wert und man sieht natürlich ja die Verarbeitung des Fahrzeugs. Mhm. China kann man mit Sicherheit günstig bauen, dann hat man natürlich auch was Günstiges, aber das ist hier einfach bewusst Premium-Klasse geworden. Kannst du mal fragen, ob die uns... Von hier dem, weil da ist ein Hebel, aber ich will nicht ab. Ne? Was ich sehr schick gelöst finde, ist im Vergleich zu dem Schrank, den wir immer verbaut haben für die Gläser. Hallo. Ja. Hat der getöntes Glas, wo man von der Seite reinkommen kann? Ja, das kann ja auch tönen. Ja, aber ich finde, das sieht unglaublich. Kannst du mal fragen, für was der Hebel da unten ist? Ja, und dann kann man wahrscheinlich. Okay. Ah, ja. Thank you. Oh, Scheiße. Wie geil ist das denn? Okay. Das ist ein Tisch, der komplett weggeschwenkt. Ey, was haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir einen Tisch machen, der nicht mehr vorhanden ist? Wie cool ist das denn, ne? Ist das geil? Applaus, oder? Applaus. Ja. Thank Applaus. You. Perfect. Hey. Ja. Very cool invisible table. Invisible table. Ja. Yeah. Thank you. Mm-hmm. You're welcome. Okay. Yeah. How much hours did you build? Kann man mal fragen? Vielleicht kann der Kollege übersetzen dann mal. Alex, kannst du mal Herrn Wang fragen, wie viele Stunden die Bauzeit für das Fahrzeug war und die Konstruktionszeit? Von zero bis jetzt. Von zero bis jetzt. Circa 4 Monate und jeden Tag 8 Stunden Arbeitszeit. Für wie viele Leute? 8 Leute, 3 Monate haben an dem Auto gearbeitet. 4 Monate. Jeden Tag 8 Stunden. Sag ich mal, das Auto ist geil. Ja, das ist ein Danke. Kann er uns ein bisschen was zeigen, ein kleines bisschen? Also ich würde mal gerne hier sehen, die Waschmaschine, wie funktioniert die? Anmachen ist gut. Dann warten. Ist ja geil, ist alles auf Chinesisch. Du kannst das lesen? Ja, ich kann doch lesen. Echt? Chinesisch, ja. Das ist ja krass mit solchen Strichen und so. Das ist das Einzige, die Zahlen kann ich lesen. Ja, das was, ist das. Was steht da? Reservierung und getrocknen und Prozess. Das ist fast alles für die Kinder waschen und für normale waschen. So geil. Jetzt haben wir hier der Fernseher.
der ist komplett versteckt. Kann er den mal hochfahren? Ja, dann können wir den erste fahren. Dann kann er schon mal kurz. Julian, Julian, wir haben zwei, wir haben zwei Fernbedienungen. Ja. Eine ist von Fernbedienung und eine ist für den Mechanik. Das okay. Kann man rauf und runter. Kann. Ja. Okay, cool. Cool, ja. Aha. 它关到一定高度的时候自动关机 Aha. 然后下降也一样下到一定高度的时候自动开机 Wenn die zurückziehen oder ausziehen, das automatisch schaltet. Geht aus. Ja, genau. Mhm. Wenn du mal fragst mit dem Carbon, wie die das hinbekommen haben, weil das ganze Auto aus Carbon ist ja riesen Aufwand mit den Formen und allem. Mhm. 就是关于这个碳纤维的这个想法是怎么产生的? 碳纤维其实我们在三年前就已经在国内在做这款车 它主要就是我们考虑到它的这个材料比较轻，而且比较坚韧，比较强。 Vor drei Jahren hat der Hersteller Daido in China schon angefangen, eine Carbonic Eisenmobil zu produzieren. Mhm. Und weil der Carbon ist Premium und stark als Isolierung und leicht sein. Okay. Dann ist es. Also es geht um Perfektion, oder? Genau, das ist ein Premium für die leicht und gute Qualität. Okay, super. Also die meisten unten dran ist eine Spülmaschine, oder? Mhm. Da? Siemens? Ja. Da ist die Spülmaschine, ja. Okay. Siemens ist wahrscheinlich ein chinesisches Unternehmen. Kommt die auch aus China, die Maschine? Siemens, Deutschland. Deutschland, okay. Ja. Also dieses Auto, versuch mal, das alles Premium-Lieferanten in Europa zu suchen, dass die ja. After-Sales-Service besser kennen. Und das Infiniti Sound System, wie viel Watt hat das? Infiniti. Was meinen Sie? Ja, die Lautsprecher. Das Sound System. Ah, Sound System. Ah, das ist wie viel Watt? 120 Watt. 120 Watt, Sinus. Ja. Cool. So, ein Kochfeld, das sieht man ja auch. Ja, das ist. Du hast jetzt im Moment noch Gas und zukünftig kannst du auch wählen, Gas oder E-Betrieb. Und hier Gas das Material hier von der Oberfläche hier, was ist das? Das ist ein Material, das ist ein spezielles Material. Das ist Dubang, das ist Kernelli. Ah, das ist ein Funktion. Den Namen habe ich nicht wie man das nennt. Das ist Dubang, das ist ein Material, das ist ein Material, das ist ein Material, das ist ein Material, das ist ein 它就能有这种像仿石材这种强度，而且它整个形状是一体，就是这是一张板，整个热塑型，包括这个水池，包括台面是一体，整个是一体。 Also die Material ist von Amerika-Mark heißt Dubang, ganz berühmt für Material. Dupont, genau. Und dann die ist ein genau Stück so presst. Dass die ein Stück zusammenbauen, das nicht so. Ach so, das ist so Stein-Kunststoff gemischt. So wie Mineralwerkstoff. Genau. Okay. Und dann hier, was ist das hier ist wahrscheinlich eine entsprechende Mikrowelle mit Grill, oder? Richtig, genau. So, Mikrowelle mit Grill. Dann was ist das für ein Kühlschrank, Tedford? Tedford. Mit Gefrierschrank. Ein Kompressor? Schon gefüllt? Ja, Kompressor. Kompressor. Mhm. Dann die Waschmaschine haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Ungefähr die Anzahl Frischwasser an Bord. Wie viel Frischwasser ist an Bord? 310, oder? 350 Bomben. 350 Liter. Und die Power, ich sag mal, wie viel Strom kann ich denn zeitgleich entnehmen? 220 kWh. Okay, also krass. Kleines Kraftwerk. Kleines Kraftwerk. Warte, ich gehe mal kurz hier rein, dann zeige ich euch mal gerade. Wir sind hier gerade mit 5 Leuten im Auto auf 7,80 Meter. Die Dusche, John, komm mal her. Ich habe schon gesehen, nicht so schön. Das ganze Badezimmer ist sehr schick. Ganz schön, ne? Ja. Karl. Ja, achso, er hat noch eine Fernbedienung. Warte mal, zeig mal. Ja, das ist für Klima. Es gibt zwei Klima, hier eine und da hinten bei Schlafzimmer auch eine andere. Ach, das hat er jetzt? Das ist ein chinesisches Klima. Ey, weißt du, wie heiß hier drin ist? Und dann macht er jetzt mal die Klima. Aber das ist gut. Ja, ist auf jeden Fall. Man will dir den Unterschied zeigen. Ja, besser spät wie gar nicht. So ist es. Ja. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass dieses Auto hat eine Fenster-Kühlschrank. Und im Winter benutzen wir diese Adi. Und das ganze Kühlschrank-System. Und auch die Kühlschrank-Kühlschrank. Umluftanlage. Und dann kommt die Kühlschrank-Kühlschrank.
Ich zeig mal gerade, also wir haben gerade 32,5 Grad, also hier drin, und jetzt kühlt es langsam ab. Gut, okay. Also Klimaanlage habe ich verstanden, und ja, die bläst quasi direkt hier aus der Split-Klimaanlage, hier aus diesem Tauscher. Ja. Okay. Im Winter gibt es eine Adi, heißes Warmboden. Aldebarmwasser, ja. Und dann die verteilt die Wärme von den oben und ganz Zirkulation gibt es. Da darf ich mal den Boden sehen. Können wir den mal hochheben? Ja. Nur so ein ganz, ganz kleines Stück, dass man nur. Wow, wie schön. Also da ist richtiges Holz drunter. Wie viele Fahrzeuge baut ihr denn im Jahr? Die Gruppe, der du? Die Gruppe, ja. Der du, wir nehmen schon ein paar Teile. Also, ich muss schon ein paar Teile. 这个代德这个品牌应该国内定位是中高的嘛，中高的话基本上是300台左右，然后集团对自行车，然后集团的话，去年的话是1000多了，嗯，说1000，对，差不多1000，然后国外出口的话是3000，你是知道的，啊，托管。Also die Dedo ist die Premium Reisemobilmarke in China, die hat jährlich Produktionszahl bis 300 Stück. 300 Stück. Okay. Und die Dedo-Marke gehört zu NewGoNow-Gruppe, diesen größten Reisemobilhersteller. Die Produktion für China Domestic 1200. 1200. Und die exportiert nach Australien für die Caravan, die in China NewGoNow hergestellt hat, ca. 3000. 3000 nach Australien? Ja, Australien. Wow. Das ist eine ganz große und starke Gruppe da. Und wie viele Leute arbeiten dort? Wie viele Leute arbeiten dort? 1700. Mitarbeiter. Gut, das sind andere Verhältnisse. Ja. Komm, wir gucken uns mal das Klo an. Weil ich habe gehört, in China sind die, ich sag mal, genetisch sehr ähnlich wie wir. Brauchen auch ein Klo. Can, komm mal rein. Das Badezimmer ist auch schön. Aber was mir auffällt, Karl, ist, die Höhe von dem Auto ist auch toll. Wenn du ihm das mal gerade sagst, die Höhe ist schön. Ja, das ist der Kodofinanschuh. Speziell für Europa. Ja, aber es gibt auch viele große Chinesen, habe ich gesehen. Ja. Ja. Immer mehr. Ja, richtig. Das ist. So, können die mal gerade reinkommen? Das ist so schön. Das auch noch. So geil gemacht da hinten alles. Könnt ihr gerade mal kommen? Ich habe noch Fragen. Nee, ihr beide. Genau. Kommt mal rein. Hast du viele Leute? Ja, wir haben Platz, das ist kein Problem. Und mach ruhig mal die Tür zu und dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und kommen mal alle rein. Kommen mal alle rein. Kein Problem. Okay, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Kuschelig. So, jetzt sind wir hier mit 5 Leuten, sind wir hier in dem Badezimmer. Und die Frage, die ich mir stelle, was ist das für eine Toilette? Warte mal, ich zeig dir mal. Diese Toilette ist speziell wie für Yacht geeignet, die Premium-Cremig-Material benutzt. Eine Keramik-Toilette. Keramik-Toilette, aber was ist das hier? Ist das ein Radio an der Seite oder was ist das? Das ist eine Decke, die Intelligent-Decke von Japan, oder? Panasonic. Japan. Das heißt, da ist eine Popo-Dusche. Genau. Und die Pipo. Da kannst du mal draufsetzen. Also jetzt. Ohne. Nein, mit natürlich. Einfach mal draufsetzen. Setz ich mal drauf. Das ist eine Tecma-Toilette. Aber das Geile ist an der Seite, das kenne ich aus Japan. Da wird zum Beispiel, merkst du? Was tut sie? Das ist automatisch, merkt, dass hier Menschen besitzt. Ach so, echt? Ja. Und spült dann vor. Ja. Das gibt eine Sensor. Und jetzt kommt es noch viel besser. Die wärmt den Sitz jetzt automatisch vor, richtig? Der Sitz wird warm. Und der Popo. Und du kannst dir sogar, es gibt zwei Programme, einmal für Männer und einmal für Frauen. Da kannst du dich vorne und hinten automatisch reinigen lassen. Hast du gewusst? Mach mal auf die Toilette, ich zeig dir das mal. Ja, wir machen das jetzt nicht. Doch, aber mach mal auf. Gibt es keinen Kacker mehr? Und das kann ja Sven mal ausprobieren. Nein, ich war doch gerade in China, ja. Und da ist hier Spray, White, siehst du? White, ja, oder? Das jetzt nicht. Da hast du Frau und Mann. Ach, lustig. Ja, aber überleg mal, im Reisemobil. Das ist doch geil, oder? Wie zu Hause. Ja. Wie zu Hause. Ja, zu Hause habe ich das nicht. Bei euch vielleicht, ja. Bei uns nicht. Aber das ist ganz cool. Ja. Das müssten wir eigentlich mehr einführen. So, das Bett, was hattest du für Bettmaße, Karl? Du wolltest was sagen? Ich wollte was sagen. Ich denke, 2 Meter auf 2 Meter könnte ich schon hinkommen, ja. Das ist 2,18 Meter,
2.2 Meter应该是，啊不对，正方形。2米2是个正方形。2.20 Meter × 2.20 Meter Ja, ich habe das schon verstanden. Mhm. Eindeutig. Eindeutig. Guck mal, hier zum Beispiel Klimaanlage. Zeig mal was. Was ein Gadget. Hier, guck mal, du siehst die Temperatur da drin auf dem Holz. Wunschtemperatur. Sag mal, ihr wollt es ja echt wissen hier, oder? Aha. Die Dunkelfarbe, beide Seiten von dem Bett, ja, die sind Heizung. Das ist die Heizung? Da kommt heißes Luft drauf. Ah ja. Sehr cool. Ist ja sehr warm. Mhm. Ja. Da oben ist eine Lampe und unten Lüfter, oder? Ja. Ist das so? Ja, oder? Das ist ein Lüfter und das ist ein Bett. Ja, das ist so ein Ventilator. Ventilator, Lüfter. Und als ihr jetzt unterwegs wart, ja, was haben die Leute gesagt, als ihr in eurem Pulk unterwegs wart und die haben euch zugeguckt? Mhm. Wow, surprise. So, jetzt ist ja der Preis ja nicht ganz billig mit dem Carbon und so weiter und so fort, ja, 500.000. Mhm. Gibt es auch reiche Chinesen, die sowas kaufen? Frage mal. Mhm. 这个车在欧洲的售价是50,000欧元左右，在中国会有足够的富人买得起这样的车吗？有，没有，有，有，gibt's, ja. Wie geil. Also ich bin wirklich, normalerweise kannst du ihm sagen, denkt man ja, weil viele Sachen, die aus China kommen, denkt man, naja, das ist immer günstig gemacht und so. Normalerweise. Also hier, ihr setzt neue Standards, oder? Ja, wir sind Premium. Ja. Sag mir doch mal, der Fußboden, was ist das? Ist das XPS-Schaum oder was wurde hier verwendet bei dem Fußboden? Also, PVC, das ist nicht XPS, sondern PVC. PVC, und wie dick ist der Boden? Doch hoch. 45 Zentimeter? Zentimeter, ja, kein Meter. Ein halber Meter. Und das heißt, die ganzen Einbauten sind im Boden drin, oder wie? Die werden ausgefräst. Wir haben ein Muster darauf draußen. Ja, kann ich mal sehen? Ja, natürlich. Komm, wir gehen mal raus. Okay. You go. Wie ist Ihr Name? Your name? Chen. Ja. Familienname. Die heißen alle Chen. Die Familienname. Wow. Die echten Vorname ist Wenxian. Wenxian. Ich lerne das noch. Wenxian. Sag mal, ist das eine geile Kiste? Die ist ja echt gut. Ja, danke schön. Und also ich bin ziemlich beeindruckt. Also es geht ja, Karl, ich habe ja auch in der Moderation. Guck dir mal diese Tür an. Ja. Wie sag mal. Den Kleiderschrank so früher, wie du hast. Mach mal zu, Karl. Das ist so schön. Ich habe den Kleiderschrank übersprungen. Ja. Warum habe ich den übersprungen? Ausfahrkleiderschrank. Komm, wir gucken uns mal die Bodenstruktur. Boden an. Ja. Die Bodenstruktur. Ich bin schon so crazy hier. Boden steht wo? Ja. Ist es okay, wenn ich mal so ein kleines bisschen das Heft in die Hand nehme, Karl? Na klar, mach. Weil du bist ja die letzten Wochen hast darauf hingefiebert. Ja, du warst es, wie oft warst du jetzt in China in letzter Zeit? Ja, das letzte Mal zweimal. Aber der Rest sind wir Tag und Nacht in WeChat, das muss man mal fairerweise sagen. Sag mal, die meisten denken so, China, da sind so Reisfelder und so Käse, das ist Hightech da. Die Hotels sehen aus wie neu. Also die Hotels sind absolut Hightech. Es gibt wirklich, du hast Pro und Contra, du hast beides zu sehen dort. Und du siehst das auch bei der Verarbeitung. Ja. Also Lyons, Wand und die Bodengleichsystem, so wie jetzt. Also nicht 45 cm, 4,5 cm. 4.5 厘米, 不是 45 厘米, 45毫米. 那对对对，你刚才说的是厘米，所以他又问了，你说的是厘米，对，我就说了。Er lacht sich tot, gut, okay. Aber das haben wir falsch verstanden. Also das ist cool. 铝龙骨，然后加 PVC 泡沫，对，然后再加里外里。Und das Carbon, habt ihr da Formen gemacht oder habt ihr das mit der Hand laminiert? 是这个全手工喷的，还是说那个在什么流水线上做的这个碳？对，手工 hand gemacht。hand gemacht。Und wenn ihr jetzt mehr als eins macht, machen die das auch von Hand oder wie läuft das？如果有人批量订货了，还是要去手工做，还是说你们有供应的流水线？因为碳纤，你像是有造型的地方，它可以磨压。板材的话，
是有成品的板材可以做的，但我们手工做的主要是这些有造型的这些磨压的地方啊。Wenn die Spezialform, so wie krumm, wie oben gibt's, das muss man handgemacht werden. Mhm. Aber wenn die normal ganz glatt, Platten, darf man mit Maschine gepresst werden. Mhm. Ihr habt ja auch entsprechende Crash-Tests. Macht ihr Crash-Tests mit den Autos? Nee, ihr habt keine Crash-Tests, oder? Zwei Tage Crash-Tests. Nee, in China gibt es keine Crash-Tests. Ja, noch nicht. No, ja. Die haben nur einen. Ich sage, jetzt noch nicht. Das ist, weil ihr nur ein Lang habt. Das ist, ja, kann ich nicht mehr planen. Okay. Jetzt habt ihr ja das Auto aus Deutschland bekommen, den Iveco aus Deutschland bekommen. Ja. Und war der Iveco anders als der aus China? In China ist der Iveco-Position mit der Europa nicht anders. Im Fahrzeug-Einsatzbereich. Nicht ganz anders. 因为有中国 Iveco 品牌的这种干预，它并不是一个很高的这种，就它可能在这边来说，这边的地位可能要比在中国更高一点。Ich kann übersetzen, die Qualität der europäischen war scheiße und was hat er gesagt? 99%, was du gesagt. Also Iveco, das ist in China Reisemobil, in Europa Reisemobil heißt, das ist Premium und high quality. Aber das heißt andersrum. Ja, in China ist ein bisschen nicht so Premium wie Deutschland. Und was ist denn in China Premium an Chassis? Na, China, 比较好的底盘，房车底盘是什么？中国比较好的房车底盘。对，就你刚才说，就是 Iveco 不好嘛，一般嘛。那好的是什么？好的，奔驰。奔驰斯宾特。对，斯宾特。斯宾特。Sprinter, ja, ja. Mercedes-Benz. Ja. Okay, cool. Ja. Nochmal der Name, du heißt? Name ist Wen Xian. Was? Wen Xian. Wen Xian. Nein, Wen Xian. Wen Xian. Ja, ja, ja. Xian. Wen Xian. Cool. Du bist cool. Warte mal, High Five, okay? Das ist sauber. Man muss dazu sagen, es ist der Vice President von Dedo. Nein! You are the vice president? Du bist der Vorsitzende, oder? Ja. Er ist total nett. Ja. Ich finde, du hast ein bisschen Platz. Thank you so much for this car. It's beautiful, really beautiful. Warte, ich mache mal gerade ein Selfie mit uns beiden. Hallo? Ist das geil? Can, komm mal her. Karl, komm her. Komm her, alle. Müssen das? Ja. Hallo. Hallo. Ist das cool? Ja, vielen, vielen Dank. Also, wir werden euch berichten von diesem Auto hier. Karl, Frage, wann kann ich es kaufen? Kaufen kannst du ab jetzt. Jetzt sofort geht's los. Und Lieferung die 1. März nächsten Jahres. März nächsten Jahres, ja. Okay. Wie ist das mit dem Service? Das interessiert die Leute am meisten. Mein Gott, wir haben viele Händlerbewerbungen, aber du hast ja gehört, es werden auch nicht so viele gebaut. Wir suchen in Deutschland vielleicht 2 oder 3 maximale Händler für das Fahrzeug. Und Iveco macht Iveco und der Rest dann der Händler des Vertrauens. Was musst du damit zahlen als Anzahlung? Das machen wir mit den einzelnen Kunden dann schon aus. Wir werden uns schon einig. Alles? Alles muss nicht sein, nein, nein. Okay, nein, 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 wir sind nicht so hungrig. Ja, und was hat dich jetzt bewogen, bei Karl, mit Karl zu arbeiten? Ja, wir arbeiten zusammen. Ich arbeite für La Marca, dass wir alle chinesisch Premium-Produkte wie Reisemobil oder Zubehör, das in Europa zu bringen. Und die muss ich immer unterstützen für chinesische Sprache und der Profi-Background, weil ich bin schon in dieser Branche auch über 10 Jahre für Caravan-Dinge. Sehr gut. Also sprichst du wirklich sehr gut Deutsch. Du wohnst in Deutschland? Oder? Ja, ich wohne in Deutschland, genau. Also du fliegst nicht jeden Abend nach München und wieder zurück? Ja. Nee, wo bist du denn geboren in China? Ja, ich bin in China geboren. Nee, wo in China? Gansu. Gansu? Riesenstadt? Ja, Nordwest von China. Wie viele Einwohner hat Gansu? 30 Millionen? Also habe ich nicht ganz genau Zahl im Kopf, aber viele. Mein Stadt ist über 3 Millionen, heißt Uwei-Stadt. Ist eine Kleinstadt, oder? Das in China ist klein, aber Deutschland ist wie Berlin oder Hamburg. Ja. 2 Millionen Dinge. Naja, überraschend immer. Absolut überraschend. So, jetzt erzähl doch mal den Deutschen, ich habe dich eben unterbrochen. Viele haben ja so die Idee von China. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Deutschen ein Gefühl haben von China wie die Amerikaner von Deutschland. Die Amerikaner denken, wir würden noch in irgendwelchen Fachwerkhäusern wohnen, hätten Lederhosen an und so weiter. Was, ja. was, was,
Was denken die Chinesen über Deutschland? Jetzt mal ganz ehrlich. Also Deutsche ist eine High Quality und ganz also careful. Vorsichtig. Vorsichtig, ja. Und immer gut arbeiten. Ja. Freundlich, natürlich. Ist so, ja. Ja, okay. Und was denken die Deutschen über China? Ich habe keine, musst du fragen. Musst du fragen. Ja. Aber Karl, was denken Deutsche über China? Und wie ist die Wirklichkeit? Ja, das ist natürlich sehr gemischt. Wir haben ja sehr viel Echo jetzt auf Dedo bekommen, das muss man ja sagen. Du hast ja die Kommentare selbst teilweise gelesen. China Schrott, Schrott aus China, da, da, da. Man nimmt Arbeitsplätze weg. Die bauen auch das iPhone. Das ist, und Tesla. Das habe ich mit einem Journalisten letzt gehabt, schreibt auf dem iPad und sagt zu mir, er würde nie was aus China kaufen. Nein, auch hier natürlich der Versuch, die europäischen Firmen mit einzubeziehen, Fiama, Tedford, alles, was es halt gibt, ist natürlich schon ein großer Schritt. Und wir schauen ja bei La Marca drauf, dass das auch so bleiben wird. Es geht ja darum, dass ihr das Leben einfach machen wollt mit deutschen oder europäischen Zulieferern. Kann das jeder servitieren, auch wenn meine Klimaanlage irgendwo kaputt geht, es geht. Also ich bin sehr begeistert. Und ja, La Marca, erzähl mal ein bisschen was. Ihr kommt aus der Nähe aus München. Wir sind aus der Nähe von Landsberg. München, Landsberg. Wir machen natürlich 15 andere Fabrikate. Dedo ist wahrscheinlich einer der kleinsten Teile dabei. In Zukunft wird es ein bisschen wachsen, weil es natürlich auch Premium-Fahrzeuge sind. Ich denke, dass es einfach eine Geschichte ist, gerade die 6-Meter-Fahrzeuge, wenn du dich mal umdrehst, die sind natürlich hochattraktiv mit Slide-Out. Das wird das Brot- und Buttergeschäft von Dedo sein, wo du auch sagen musst, 6 Meter, alles drin, alles dran, und die liegen, sage ich mal, preisklassenmäßig ähnlich wie Europäer zwischen 120 und 150.000. Mit Slide-Out. Mit Slide-Out. Aber natürlich schon wieder voll. Ja, machen wir gleich ein Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Genau. Heute ist der 29. August 2024. Wir werden heute ein bisschen früher nach Hause kehren, denn wir müssen transkodieren, müssen das Zeug hochladen, dass es sofort auf Sendung geht. Ja. Wir sind auf dem China-Stand. Das ist doch fies, oder? Ja, wir haben Monate darauf hingearbeitet. Jetzt sind wir da. Ja. Aber guckt ihr bitte den Boden an. Was der Boden? Ja, machen wir gleich. Eigenes Video, guckt euch das an. Ciao.